Hey, Sherlock, aufwachen. Ja, ich rede mit dir. Schlaf nicht vor dem Bildschirm deines Handys ein. Lass uns ein paar Gehirntraining-Aufgaben machen, solange keine Fälle zu lösen sind. Ja, schnapp dir die Detektivmütze und lass uns anfangen. In der Stadt, in der die Menschen an Denksportaufgaben und Rätseln interessiert sind, geben 4% der Menschen ihre Telefonnummern nicht an. Wenn wir also 40 zufällige Personen aus dem Telefonbuch auswählen, wie viele von ihnen werden nicht aufgeführte Telefonnummern haben? Die Antwort wird dich ärgern. Du hast immerhin dein Mathe-Schulbuch schon rausgeholt. Aber es sind 0%. Wenn sich die Nummern dieser 40 Personen im Telefonbuch befinden, werden sie standardmäßig bereits aufgelistet. Dein Freund bittet dich um einen Gefallen und gibt dir 5 Euro, um etwas zu essen, etwas zu trinken, etwas, um seine Kuh zu füttern und etwas, das er in seinem Garten pflanzen kann, zu kaufen. Gleichzeitig darfst du nur eine einzige Sache kaufen. Was würdest du kaufen? Du kannst eine Wassermelone kaufen. Du kannst sie essen, du kannst sie trinken, du kannst die Kuh mit der Schale füttern und die Wassermelonenkerne kannst du einfach im Garten einpflanzen. Lukas lebte in Paris, aber er mochte den Eiffelturm nicht. Also aß er sein Abendessen jeden Tag an dem einzigen Ort, an dem er nicht zu sehen war. Was war das für ein Ort? Lukas aß sein Abendbrot immer in einem Café am Fuße des Eiffelturms. Ein Ei muss 30 Meter tief fallen, darf aber nicht zerbrechen. Du kannst den Fall nicht verlangsamen oder die Landung abfedern. Wie kannst du es schaffen? Lass das Ei aus einer Höhe von mehr als 30 Metern fallen und in den ersten 30 Metern wird es nicht zerbrechen. Pete rief seine Frau an und sagte, dass er um 8 Uhr zu Hause sein würde. Er kam um 8.05 Uhr an. Sie hatten keine besonderen Pläne, aber seine Frau war trotzdem wütend, dass er zu spät gekommen war. Errätst du, warum sie so wütend war? Die Antwort ist ziemlich einfach. Jeden Tag schlägt es 2x 8 Uhr. Pete hätte um 8 Uhr abends zurückkehren sollen, kam aber erst am nächsten Tag um 5 nach 8 nach Hause. Kein Wunder, dass sie so wütend war. Brandon saß im Café und fand eine Fliege in seinem Getränk. Wie ekelhaft! Er bat den Kellner, ihm einen neuen Kaffee zu bringen. Nachdem er die neue Tasse erhalten und einen Schluck getrunken hatte, wurde er sauer. Brandon wurde klar, dass es dieselbe Tasse Kaffee war, die er zuvor reklamiert hatte. Woher wusste er, dass es dieselbe Tasse Kaffee war? Es braucht keinen Kaffee-Experten, um dieses Rätsel zu lösen. Der zweite Kaffee war bereits gesüßt. Brandon hatte Zucker in seine erste Tasse gegeben, bevor er die Fliege gefunden hatte. Stellen wir uns vor, du weißt nicht, wie ein Elefant aussieht. Eines Tages machst du eine Safari mit deinen Freunden, um Tiere zu beobachten. Einer von ihnen zeigt auf ein Nashorn und sagt, es sei ein Elefant. Der andere zeigt dir ein Nilpferd und behauptet, es sei ein Elefant. Wem wirst du glauben und warum? Die Aufgabe bestand darin, dir vorzustellen, du wüsstest nicht, wie ein Elefant aussieht, aber nicht, dass du nicht wüsstest, was ein Nilpferd und ein Nashorn sind. Es bedeutet, dass du keinem deiner Freunde geglaubt hättest. Junge, mit ein paar verlogenen Freunden wie diesen. Stan traf einen Fremden, den er noch nie gesehen hatte. Stan hatte bereits von ihm gehört, aber es wurde nie erwähnt, wie er aussah. Nichtsdestotrotz wusste Stan sofort, wer der Typ war. Wie ist das möglich? Naja, manche Leute sehen sich einfach ähnlicher als andere. Der Junge, den Stan traf, war der Zwillingsbruder eines seiner Freunde. Sam ist eine ganz besondere junge Lady. Sie war vorgestern 17 Jahre alt. Nächstes Jahr wird sie bereits 20 Jahre alt. Was ist ihr Geheimnis?
Sam ist keine Zeitreisende oder so. Sie wurde am 31. Dezember geboren. Wenn heute also der 1. Januar ist, ist es richtig zu sagen, dass sie vorgestern 17 war. Sie wurde am nächsten Tag 18, am letzten Tag dieses Jahres 19 und wird im nächsten Jahr 20. Es ist Sporttag in der Schule und alle Kinder sind die gleiche Strecke gelaufen. Jedes Kind wurde nach seinem eigenen Ergebnis eingestuft. Billy war der 50 schnellste und der 50 langsamste Läufer. Wie viele Kinder sind auf Billys Schule? Obwohl 100 nach der eindeutigen Antwort klingt, sind es tatsächlich 99. Billy ist der 50. unter den 1 bis 50 schnellsten Läufern. Wenn er der 50 langsamste ist, müssen 99 Läufer zwischen 50 und 99 sein. Frau Schmidt ging zur Polizei und behauptete, dass ihre Vintage-Halskette fehlte. Die Frau war verärgert. Als die Polizei eintraf, sahen sie keine Spuren eines Einbruchs, keine kaputten Schlösser, keine unangebrachten Türen. Nur ein Fenster war kaputt. Es gab ein totales Durcheinander im Haus und schmutzige Fußabdrücke auf dem ganzen Boden. Überraschenderweise wurde Frau Schmidt am nächsten Tag wegen Betrugs festgenommen. Warum? Die Polizei war sich sicher, dass Frau Schmidt sie angelogen hatte, weil das Fenster von innen zerbrochen wurde. Wenn es von außen zerbrochen worden wäre, hätten kleine Glasstücke auf dem Boden im Inneren gelegen. Auf dem Tisch stehen 6 Gläser in einer Reihe. Die ersten 3 sind mit Orangensaft gefüllt und die anderen 3 sind leer. Hört sich an, als wäre ich dort gewesen. Junge, war ich durstig. Okay, egal. Deine Aufgabe ist es, volle gegen leere Gläser zu tauschen, indem du nur ein Glas bewegst. Wie kannst du das machen? Nimm das 2. Glas und gieße den Saft in das 5. Glas. Du wurdest festgenommen und musstest mehrere Monate im Gefängnis sitzen. Was hast du gemacht? Lass gut sein. Eines Tages schaffst du es, die Zelle zu öffnen und in den Vorraum zu gelangen. Es gibt 3 Ausgänge. Vor dem 1. Ausgang steht ein riesiger, bösartig aussehender Mann, vor dem 2. stehen wütende Hunde und vor dem 3. Ausgang läuft ein Timer, der in 5 Minuten eine Explosion auslöst. Welchen Ausgang wählst du? Warte bis zur Explosion und nimm den 3. Ausgang. Ein Tourist, der kein Englisch konnte, kam zum Ticketschalter an einer New Yorker U-Bahn-Station. Ein Ticket kostet 50 Cent und der Mann bezahlte mit einem Dollar. Die Ticketverkäuferin gab dem Touristen 2 Tickets, ohne zu fragen, wie viele er kaufen wollte. Woher wusste sie das? Der Tourist bezahlte mit 4 Quarters und sie erkannte sofort, dass er, wenn er nur ein Ticket gewollt hätte, er mit nur 2 Quarters bezahlt hätte. James brach aus dem Gefängnis aus und floh aufs Land. Plötzlich sah er auf einer kleinen verlassenen Straße ein Polizeiauto direkt auf sich zukommen. James lief einige Zeit auf das Auto zu, drehte dann um und rannte in den Wald. Warum lief er zunächst auf das Auto zu? James befand sich mitten auf einer Brücke, als er das Auto entdeckte. Er musste auf das Auto zurennen, um von der Brücke zu kommen. Eines Nachts stahlen ein paar Diebe Kisten voller Elektrowaren aus einem Lagerhaus und trugen sie zu ihrem Van, als sie plötzlich die Sirene eines Polizeiautos hörten. Aber obwohl sie es nicht geschafft haben, der Polizei auszuweichen, wurden sie nicht verhaftet. Warum? Sie fingen an, die Kisten zurück ins Lager zu tragen und gaben vor, eine späte Lieferung auszutragen. Ein Mann kommt auf ein offenes Feld zu. Er trägt eine Tasche bei sich. Wenn er die Tasche nicht öffnet, bevor er das Feld erreicht, ist er geliefert. Was ist so gefährlich
und befindet sich in dieser mysteriösen Tasche. Der Mann springt Fallschirm und in der Tasche hat er seinen Fallschirm. Viel Glück damit! Zwei Menschen, die sich noch nie gesehen haben, treffen sich in einem Geschäft, beginnen ein Gespräch und gehen im Park spazieren. Einer von ihnen ist der Vater der Tochter des anderen. Wie ist das möglich? Sie sind ein Paar, beide von Geburt an blind, also haben sie sich tatsächlich noch nie gesehen. Ein Mann, der zwei Taschen mit Sand bei sich trägt, überquert jeden Tag mit dem Fahrrad die mexikanische Grenze. Die Zollbeamten überprüfen regelmäßig die Taschen und jedes Mal finden sie dort Sand. Es ist offensichtlich, dass der Mann etwas schmuggelt, aber die Beamten können nicht erkennen, was es ist. Da sie keine Beweise haben, überquert der Mann die Grenze ohne Störung. Was schmuggelt er? Dieser kreative Kerl verwirrt die Zollbeamten und lenkt ihre Aufmerksamkeit auf die Sandsäcke. Tatsächlich schmuggelt er Fahrräder. Frisch Vermählte machten sich auf den Weg zu ihren Flitterwochen und baten ihre Nachbarn, sich um ihr Haus zu kümmern. Als sie zurückkehrten, stellte die Frau fest, dass sie wegen eines Stromausfalls all ihren teuren Schmuck verloren hatte. Die Frau hatte ihren Schmuck an einem vermeintlich sicheren Ort versteckt. Es wurde nicht eingebrochen. Der Nachbar war ein ehrlicher Mensch. Der Schmuck ging versehentlich verloren. Was zum Teufel ist passiert? Die Frau versteckte ihren Schmuck im Gefrierschrank in einer Tüte mit Tiefkühlkost. Nach dem Stromausfall waren alle Lebensmittel verdorben. Der gutherzige Nachbar entschied sich zu helfen und entsorgte all das schlechte Essen zusammen mit dem Schmuck. Oh mein Gott. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, wie zum Beispiel deinen Schmuck nicht bei deinem gefrorenen Bohneneintopf zu verstecken, dann gib dem Video ein Like und teile es mit einem Freund. Und hier sind ein paar weitere Videos, die dir sicher gefallen werden. Klicke einfach nach rechts oder links und bleibe auf der Sonnenseite des Lebens.